Es ist der Anfang vom Ende. Ein Herold des Untergangs regt sich in seinem Grab auf dem Mond. Einst haben wir die Albträume verbannt, doch ein neues Übel lässt sie wieder erwachen. Kallus, Imperator der Kabale, von der eigenen Tochter verraten und ins Exil geschickt. Nun ist er von einer Stimme besessen, die ihn aus der Dunkelheit ruft. Aber wir verstecken uns nicht vor Albträumen. Wir tun, was Hüter schon immer getan haben. Wir erheben uns. Wir stellen uns dem Feind. Und konfrontieren mit offenen Augen unsere dunkelste Angst. Aufklärungsoperation Midas läuft. Hüter, das Schiff des verbannten Imperators Kallus ankert vor dem Mond. Keitels Flotte sichert einen Perimeter. Eris Morn, unsere Expertin und Mondfeldagentin, wird deine Mission beaufsichtigen. Kurz nach ihrer Ankunft setzte die Leviathan eine Störfrequenz ab. Wir vermuteten eine Kommunikationsstörung. Doch dann antwortete die Pyramide. Womöglich wurde eine Verbindung hergestellt. Geh der Sache nach. Und schätze die Gefahrenlage ein. Kallus Haus zerfällt. Und seine Loyalisten haben ihre Stellungen aufgegeben. Ikora erwähnte diesen Pilzbefall schon früher. Im Zusammenhang mit dem Wrack des Kabalkreuzers Glykon Volatus. Das verheißt nichts Gutes. Da geht es nicht lang. Siehst du die Phantome? Seltsam, dass sie den Mond verlassen haben. Sie wurden von der Mondpyramide erzeugt. Freigelegte Traumata wie aus Ruinen gehobene Brandmale. Sie sind nicht so streitbar wie ihre Albtraumgegenstücke. Eher verlorene Wanderer, die Furchtlose entmutigen sollen. Sollen sie nur. Vorwärts. Ist das ganze Schiff davon befallen? Mehr Phantome, die sich um etwas scharen. Mit Rückgrat und Schädel vereinte Ranken stimulieren die Hirnaktivität und nähren die Egregora dauerhaft und ohne Unterlass. Auf dem Mond zogen die Überreste des Lichts Phantome wie auch Albträume an.
und wandelten sie in waffengleiche Projektionen von Angst und Zweifel. Eris, siehst du sie? Zavala? Lass ihn nicht weg. Lichtträgerin, ich kenne deinesgleichen. Du strebst nach Vergessen. Das könnte eine Falle sein. Ist es nicht. Folge dieser Spur. Jedenfalls, sei auf der Hut. Sie ist fort. Albträume nutzen die Schwächen eines Ziels aus. Sie treten nicht zufällig in Kontakt. Ich halte dies jedoch nicht für den Albtraum des Hüters. Nicht angreifen! Dieser Kabal sondert faulige Energie ab. Bleib weg! Zerstöre die Arcus-Leitung. Du wurdest gesichtet. Weg da! Komm und sieh selbst. Egregor-Sporen öffnen das Bewusstsein für die Dunkelheit, gestatten das Durchdringen von Pilzbarrieren. Beweg die Kapsel und bedeck dich, aber sei vorsichtig. Du wirst wissen, was zu tun ist, wenn du es siehst. Diese Tür führt zu Kallus Thron. Die Instrumente der Helm zeigen von ihm ausgehende Pyramidenresonanz an. Sie führt uns zu Kallus. Einer von Kallus' Apparaten. Zeit.
Zeit zu verschwinden. Festhalten. Ich hol dich raus. Da steht etwas zwischen uns. Ich kann dich nicht erreichen. Davon! Ich rufe dein Schiff herbei! Los! Die Mondpyramide folgt dem Ruf der Leviathan. Sie manifestiert, was wir zutiefst bereuen. Vertraute Gesichter,
die mit vertrauten Stimmen sprechen. Denk an deinen letzten Berater, Zavala. Vertraust du ihrem Urteil? Ich kann die Albträume an uns binden, damit wir sicher durch das Schiff gelangen. Scharmagie. Wir wären alle verdammt. Ich weiß genau, was wir vor uns haben. Ach ja. Die Regeln haben sich geändert. Wir müssen uns anpassen. Irrsinn. Dein Hexenwerk spielt meinem Vater genau in die Hände. Such dir jemand anderen für dein Ritual. Eure Reue wird euch verfolgen, Kaiserin. Lasst mich Schutz bieten. Meine Rüstung ist Schutz genug. Ich führe den Vorstoß an. Ihr müsst nur folgen. Was auch immer geschieht, durchbrecht nicht den Kreis. Dies wird unsere Gaben verankern. Nun bindet eure Lasten an die Krone. Mein Herz aus lang vergangener Zeit. Meine Erinnerung von Leben zu Leben. Lied von Satona. Deine Worte unterstehen mir. Vorlock. Ayat. Eris. Akkorde in dargebotenen Kehlen. Singt im Chor. Einst dissonante Echos. Nun exhumiert. Finden Harmonie im Fleisch. Die Bürde. Die Bürde. Die Bürde. Bis der Chor einwilligend verstummt. Wir sind gebunden.